Mit den schönen Kameras von Canon, mit manuellem Fokus, gebaut für die FD-Objektivserie, wollte ich ja hier mit den Videos ein bisschen weitermachen. Das sind die letzten drei, die noch bei mir übrig geblieben sind. Da hatte ich erstmal keine Batterien, habe mir neue gekauft. Beim Suchen und gucken, was es denn noch für ein Zubehör da, habe ich auch noch eine gefunden. Ein Wunder, geschätztes Alter dieser Batterie, 20 Jahre, die funktioniert noch. Fragt sich zwar wie lange, aber da ist noch Leistung drin. Großer Vorteil, da zwei, da eine, macht drei. Das heißt, ich kann in jede Kamera eine rein tun und ja, mal ein bisschen gucken. Das will ich jetzt mal tun. Ich mache jetzt erstmal die Batterien rein, kleinen Momentchen. Ja, Batterien sind jetzt überall drin. Hier habe ich noch ein Objektiv drauf gesetzt. Und der aufmerksame Zuseher sieht das jetzt hier. Und hier die Kunststoffplättchen über dem Batteriefach fehlen. Die Batterien nehme ich ja hinterher wieder raus. So, was kommt jetzt? Wer die Canon A-Serie kennt, kann sich das schon denken. Passt mal auf. Ich fange jetzt hier mal mit der AV1 an, wo alles noch relativ in Ordnung und normal zu sein scheint. Klingt gut, ne? Die AE1-Programm. Na, rausgehört. Nochmal genau zuhören. Nicht so toll, ne? So, und die A1 klingt auch nicht mehr toll. Ja, der war schon besser. Ist auch nicht immer. Ja, da war es wieder genau zu hören. Man spricht dabei vom Canon Keuchhusten. In den Teilen ist irgendwo hier oben eine Spiegelbremse verbaut. Was bedeutet? Nehmen wir Objektiv mal ab. Der Spiegel muss ja hier so weit hochklappen, dass das Licht, was durch das Objektiv hier reinfällt, auf die Filmebene gelangen kann. So, und der Spiegel klappt dazu nach oben. Das mal kurz an einer Bulbbelichtung sehen. So. Jetzt würde das Licht auf den Film fallen und wenn die Belichtung beendet werden soll, gehen die Verschlüsse wieder zu und der Spiegel klappt zurück. Ja, und jetzt hat man das Geräusch auch wieder gehört. Diese Bremsung, wenn Kameras nicht viel benutzt werden, ich habe die hier wirklich 10, 15 Jahre nicht benutzt, nur ab und zu mal rausgehört, um zu gucken, dann verharzt das Öl, was sich da oben irgendwo drin befindet und macht dann diese Keuchhustengeräusche. Gleiche Prozedur nochmal an einer AR1-Programm. Ja, da hört sich schon schlecht an, wenn der Spiegel hochklappt und wenn er runtergeht. Wobei die hier, die habe ich 2007 gekauft. Da habe ich die schon geschmiert, aber die hört sich von all den dreien am wenigsten gut an. Und die werde ich jetzt auch mal auseinandernehmen. Nicht, aber dazu
nimmt man das untere Bodenblech ab, führt eine Spritze hier rein. Hier unten müsste die rein, dass dann die Spitze hier oben rauskommt. Und wirklich nur einen Tropfen Öl. Einen einzigen. Ölempfehlungen gebe ich dazu jetzt. Ja, jetzt spreche ich es doch aus. Waffenöl habe ich keins. Speiseöl ist natürlich ganz schlecht. Ich nehme dafür Öl, was man auch im Modellbau benutzt, für Eisenbahnlokomotiven. Das hält relativ lange. So. Das ist jetzt erstmal die Vorgeschichte. Klack. Weiter geht's. Anfangen werde ich mit der AE1-Programm. Dazu werde ich zuerst hier vom Unterboden die Schräubchen entfernen. So. Es sind nur drei Schräubchen, sind lose. Jetzt sollte man ohne Probleme den Deckel abnehmen können. So, und so sieht das Teil dann von innen aus. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch, da hätte ich vielleicht vorher schauen sollen, Spritze und Öl da habe. Kleinen Moment. Da habe ich noch welche gefunden. Kanüle. Und die Spritze dazu. Ja, das Werkzeug ist dann jetzt hier auch vorbereitet. Ich befürchte jetzt, dass hier das Drahtende ein bisschen länger hätte sein sollen. Weil, wenn man es reinsteckt, kann man nochmal von vorne so sehen, kommt man ja höchstens bis hier hin. Das heißt, ich kann jetzt nur vertrauen, und ich tue es jetzt auch einfach, dass dann der Tropfen Öl, nur einen Tropfen, dann auch noch ein bisschen runterfließt. Das heißt, wenn ich halt den Tropfen drin habe, lasse ich die Kamera noch eine Weile so stehen. So, Öl ist in der Spritze drin. Jetzt mal ganz dezent nochmal. Kamera aufziehen. Wie gesagt, ich fürchte, die Nadel ist ein bisschen zu kurz. Hier in das Loch rein, weiter rein, dezent und nochmal langsam drücken. Man merkt jetzt am Widerstand, dass sie kostet viel Kraft beim Drücken für so dickflüssigere Sachen wie Öl. Wo er nicht entwickelt worden ist. So, ich denke mir jetzt mal 5 Minuten vor dem ersten Auslösen lasse ich sie hier stehen und nutze die Zeit, um die Kaffeemaschine noch mal kurz laufen zu lassen. Ja, bis gleich mal wieder. Ja, der Kaffee ist fertig. Und ich bin ja sowas von gespannt, wie sich das Teil jetzt anhört. Unten nicht anfassen, aufziehen. Wow! Affenstark! Keuchhusten beseitigt. Mal unten gucken, was sich da so alles bewegt. Ups, und... So, 2 Sekunden. Den stellen wir jetzt nochmal auf kürzeste Belichtung 1000. Oh, hört sich genial an. So, jetzt werden wir das Ding nochmal zuschrauben. Ja, Boden ist wieder dran. Kamera sieht, wenn man jetzt mal vom fehlenden Objektiv ausgeht, wieder völlig normal aus. Klingt wunderbar bombastisch. Hat also funktioniert. Und ich höre sie schon, sie schreit nach dem Objektiv.
Und im Film dafür. Wieder kurze Kaffeepause. Und wo wir gerade schon dabei sind, machen wir mit der A1 direkt gleich weiter. Ja, jetzt machen wir noch die A1. Das schönste Stück aus der Canon A-Serie, der Canon Amateurfotografen-Serie, war eine tolle Sache, hatte Zeitautomatik, Blendenautomatik und wohl als erste auch eine Programmautomatik, wo dann die Blende und die Zeit automatisch eingestellt werden. Ja, aber das erzähle ich dann nochmal, wenn ich die Kamera hier ausführlich bespreche. Gehen wir mal wieder dran, ein bisschen loszuschrauben. Kleinen Moment. Da hat der Schraubendreher nicht gepasst. Aber ich habe ja hier noch die kleinen. Den habe ich dann Gott sei Dank noch gefunden und benutzt. Auch nochmal aus der Nähe. Das ist die A1. Ist ja durchaus vergleichbar. Nochmal aufziehen. Und das gleiche Spiel noch einmal. Das wird jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich weiß ja jetzt, wo man da rein muss, wie es funktioniert. Spritze ist aufgezogen. Einen Tropfen nur. Hier wieder dezent rein. Und Ölmarsch. Ja, auch mal wieder feste drücken. Spritze wieder rausziehen. Ja, Kaffee ist Gott sei Dank noch da. Ein Weilchen warten. So, Wartezeit ist wieder um. Ich habe jetzt auch mal hinten den Deckel abgemacht, dass man jetzt direkt sehen und hören kann, wie das Ding funktioniert. Oh, die klingt auch wieder so sauber. Wie eine Yamaha-Orgel. Und auch beim Rückspielen. Alles 1A. So. Deckel hinten wieder zu. Hier auch nichts einklemmen. Unten drunter kommt wieder der Deckel drauf. Der auch hier nur mit 2 Schräubchen, nicht wie bei der A1-Programm mit 3 Schräubchen befestigt ist. Und dann wartet auch auf dich der nächste Film. Kannst du gar nichts machen, wird passieren. Und zu guter Letzt die alten 3 Genossen nochmal alle zusammen. Kann man nochmal hören. Die AV1, die A1 und die A1-Programm. Danke für das geduldige Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.